Hallo und herzlich willkommen hier in We Are Football. Weiter geht es mit unserer Karriere und weiter geht es mit Alemannia Aachen. Die letzte Folge war für uns sehr erfolgreich. Ein Sieg gegen Schalke und ein Sieg bei Nürnberg. Aber nichtsdestotrotz steht nun der 9. Spieltag vor der Tür. Aachen empfängt Holstein Kiel und wir wollen natürlich weiterhin erfolgreich sein. Und hoffen, dass unsere Jungs ja die Erfolge der letzten zwei, drei Spiele nicht zu Kopf steigen und sie dann denken, wir können jetzt jeden vom Platz fegen. Wir schauen auch nochmal in unsere Verletztenliste. Raúl Petretta hatten wir schon besucht. Sergio Peña können wir jetzt noch besuchen. Ein Tag geht noch seine Erkältung. Und dann können wir nochmal ein bisschen Motivation dazu holen. Wir schauen auch nochmal über unsere Mitarbeiter. Wir hatten in der letzten Folge einen Mitarbeiter, der gekündigt hatte. Und darum möchte ich nochmal gern den Überblick haben über die Auslastung der jeweiligen Abteilung. Bei der ersten Mannschaft sieht gut aus. Geringe Belastung, auch die Mitarbeiterzahl sieht doch sehr gut aus. Bei der zweiten Mannschaft auch 54 Belastung oder Auslastung finde ich okay. Bei zwei Trainern, damit kann ich leben. Bei der Jugend ja, auch eine geringe Belastung. Da können wir weiterhin so mitarbeiten. Und wir sehen auch, Gebauer hat seine Schnelligkeit erlernt. Sehr schön, der nächste Perk für ihn. Jetzt trainiert er noch den Torrichter als Stürmer natürlich, ja, unerlässlich. Aber auch mit 17 Jahren wird er spätestens in der nächsten Saison, ja, in die erste Mannschaft kommen müssen. Aber vielleicht auch schon zum Abschluss dieser Saison. Da haben wir noch genug Zeit, uns das gut zu überlegen. Medizinische Abteilung sieht gut aus. 3 Mitarbeiter und 5 Mitarbeiter, 42% Auslastung. Bei den Scouts haben wir natürlich jetzt schon Mitarbeiter da, aber da müssen wir noch genauer gucken, welche Spieler wir für die nächste Saison scouten werden. Das werde ich mir einfach offline mal angucken, welchen ja, Spieler wir da auswählen werden. In der Organisation 12 Mitarbeiter schon bei den Bürokaufleuten, aber 64% Auslastung. Da werden wir nochmal 2 Leute dazu holen. Eventmanager sieht gut aus, 5 Stück, 40% Auslastung. Im HR, ja, Recruiter 4 Stück, 0% Auslastung. Das heißt natürlich, die Krankentage werden sehr gering sein. Hier haben wir auch nochmal die Übersicht, wie die Auslastung ist. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Finanzen vielleicht noch 67% und 50% und auch Marketing 50-60. Da werden wir vielleicht noch was holen müssen. Infrastruktur 80% ausgelastet, ist eigentlich in Ordnung. Und auch das Präsidium 80% ausgelastet, das können wir eigentlich so lassen. Und ja, da schauen wir doch mal gewillt rüber. Infrastruktur hier, wie gesagt, 80% Auslastung ist zwar hoch, aber da sie nicht 100% sind, glaube ich, dass die Krankentage ja nicht so hoch sind, oder die erwarteten Krankheitstage, dass wir das noch so akzeptieren können. Bei den Sponsoren 50%, 20%, das sieht gut aus. Finanzen, okay, da können wir doch mal 2 Buchhalter dazu holen. Das möchte ich gerne noch mal ein bisschen senken. Auch hat sich jetzt unser Gewinn auf 1,4 Millionen jetzt gesteigert. Das passiert jetzt natürlich auch durch die Spiele. Desto mehr Heimspiele und desto mehr Zuschauer kommen, desto besser natürlich unsere Finanzen dann am Ende des Jahres. Wir schauen auch mal übers Marketing hinweg und sehen, in der ganzen Saison hat Colors jetzt schon 137 Trikots verkauft. Eigentlich für mich die große Überraschung. Ich hätte eher so einen Offensivspieler für Sergio Peña oder natürlich Drew van den Hoek gesehen da an erster Stelle. Aber wenn die Leute einen Verteidiger ja an erster Stelle haben wollen, dann ist das so. Scheint so unser bester Einkauf zu sein. 137 Trikots verkauft, 102 für Peña, 95 für Seralta. Also die Abwehr gut vertreten. Dann schauen wir mal beim Präsidium vorbei. Sehen auch das Vertrauen bei 100%. Also die Beliebtheit ist natürlich sehr schön. Der Vertrag läuft auch nur bis 2023, also er wird Ende der Saison auslaufen. Mitglieder haben wir jetzt aktuell 8.883. Es wächst immer weiter an. Das ist sehr schön. So soll das auch weitergehen. Wir haben ja bei unseren Mitgliedervergünstigungen etwas geändert. Rabatt für die zweite Mannschaft haben wir dazu gegeben. Geburtstagsgrüße und eine Vereinszeitschrift haben wir ins Leben gerufen. Dafür haben wir aber auch die Preise der Mitgliedschaft ja um jeweils 5 Euro erhöht und das Alter von frei bis auf 6 erhöht. Das bin ich meinen Fans einfach schuldig. Und dann schauen wir mal zu den Fans direkt rein. Organisiert sind 1850
und die landesweiten Fans ja stark angestiegen, jetzt auf 97.000. Also wir sind mal mit organisierten Fans 1147 gestartet und sind jetzt bei 1850. Wir scheinen nicht viel falsch zu machen. Natürlich durch den Erfolg kommen auch die Jungs und Mädels dazu und wollen natürlich auch teilhaben. Wir schauen auch mal in unsere persönliche Übersicht hinein, auch persönlich, was wir da machen können. Die Wochenbelastung, ja, hält sich eigentlich ganz gut in Grenzen. Wir sind eigentlich immer im grünen Bereich, nur zum Anfang der Saison natürlich, ja, haben wir eine höhere Wochenbelastung durch die Transfers. Aber ansonsten sieht das doch ganz gut aus. Wir sind auch momentan kurz davor, die Stufe 5 abzuschließen, in die Stufe 6 reinzugehen. Da fehlt nicht mehr viel. Die Beliebtheit 100% beim Präsidium, bei den Fans, in der Öffentlichkeit, 90% bei den Mitarbeitern, 100% bei den Spielern. Letztes Jahr sah das anders aus, da waren wir irgendwie so bei 76, 77. Aber bei den Managerkollegen sind wir nur 87. Okay, das müssen wir vielleicht mal ein bisschen ändern. Vielleicht müssen wir da uns ein bisschen Bauchpinseln und mal ein bisschen Hallo sagen. In der Fähigkeit für den nächsten Stufenaufstieg machen wir die Taktik. Das bringt uns nochmal 5% Effizienz. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und da können wir nochmal schauen hinein. Also wir trainieren jetzt hier die Taktik. Und als nächstes könnten wir die Menschenführung dann auswählen. Dann haben wir Motivation, Spielerbeurteilung, Verhandlungen und Aggressivität momentan zur Auswahl. Ich glaube, Spielerbeurteilung wäre gar nicht so schlecht. Ihr Blick für das Erkennen junger Talente schärft sich. Oder natürlich auch die Menschenführung, ihre Fähigkeit, Spielern aus Krisen zu helfen, verbessert sich. Das sind natürlich Alternativen und Möglichkeiten, die Jungs dann noch weiter motiviert, ja, über eine Saison zu bringen. Das ist ja auch nicht unwichtig. Wir schauen nochmal übers Gelände hinweg. Momentan das Clubgelände von Alemannia Aachen, wie wir es ja auch teilweise ausgebaut haben. Wir haben ja viele Trainingsplätze und ja, hier besonders hier hinten viele Möglichkeiten gebaut, um unsere Mannschaft weiter zu verbessern, Trainingshallen für die Fitness, damit unsere Jungs auch gut übers Jahr kommen und wir immer gute Werte haben. Und ja, eine wunderschöne Anlage, muss man mittlerweile sagen. Viele Plätze, wir werden dann auch in der kommenden Saison natürlich neue Gebäude bauen, um uns weiter zu verbessern und Aachen weiterhin nach vorne zu bringen. Dann können wir auch nochmal einen Blick auf den Tivoli werfen. Dem wunderschönen Tivoli. Hier ist die Stehplatztribüne. Ich finde immer, das Stadion hat kleine Ähnlichkeiten, jedenfalls so, wie es jetzt hier gebaut ist, so mit dem früheren Westfalenstadion aus Dortmund. Halt eine große Stehtribüne für die richtigen Dauerkartenfans. Und da kommt ja halt auch die meiste Stimmung dann her und peitscht die Mannschaft einfach nach vorne. Der Tivoli, ein sehr schönes Stadion, muss ich sagen. War schon selbst dort und konnte ja die Stimmung dort erleben. Und es hat mich damals nicht enttäuscht. Wir schauen auch nochmal in unsere zweite Mannschaft rein. Jetzt vier Spiele absolviert. Leider wieder eine Niederlage. Weiterhin mit 3 Punkten. Ja, auf einem knappen Abstiegsplatz schon fast. 14. Tabellenplatz. 15, 16, 17. 2 Punkte für Oberhausen. 2 Punkte für Wuppertal. Und Viktoria Köln noch mit keinem Sieg. 0 Punkte. Aber ich hoffe, dass unsere Jungs da im Laufe der Saison doch nochmal den einen oder anderen Sieg einfahren können. Aber leider möchte irgendwie, ja, unser Trainer die Jungs, die wir ihm runterschicken, nicht einsetzen. Ich werde nochmal gucken. So wie ich es sehe, habe ich doch noch, ja, Vincent Bösen noch gar nicht runtergeschickt. Ich hatte eigentlich gedacht, ich habe ihn schon in die zweite Mannschaft versetzt. Nachdem wir natürlich Kasama gekauft haben, haben wir jetzt 5 Stürmer. Im Kader und ich glaube, er würde in der zweiten Mannschaft einfach mehr Spielpraxis bekommen. Deswegen werden wir jetzt Vincent Bösen verschieben und hoffen, dass er dann auch eingesetzt wird. Eigentlich ja ein großer Kader in der zweiten Mannschaft, größer als unserer. Aber der Erfolg kommt noch nicht, da der Trainer der zweiten Mannschaft noch viel die Jugendleute einsetzt. Aber mal schauen. Mittlerweile Leon Gedicke im Kader, auch Kai Bösing steht drinne und Arifi im Sturm, sehr interessant. Joshua Mross im Tor, auch nicht Simona Resti, da hätte ich doch gedacht, wie gesagt, es ist einfach, er setzt mehr auf die Jugend und damit müssen wir einfach leben. Er lässt die ganzen Sechser, lässt er draußen.
Das ist halt die Entscheidung des Trainers der zweiten Mannschaft. Wir kümmern uns um unsere erste. Die Wochenplanung sieht nichts weiter vor. Wir können entspannt nach Kiel fahren. Oder besser gesagt, Kiel empfangen. Trainieren wieder unser normales Standardtraining. Werden aber auch hier wieder die Abseitsfalle diesmal rausnehmen und nochmal schnelles Umschaltspiel einsetzen, um die Konter weiter nach vorne zu bringen. Die haben uns aber auch in den letzten Spielen viel Erfolg gebracht. Und so gehen wir rein in die Woche zum Spiel gegen Kiel. Natürlich jetzt das Gespräch mit Sergio Peña. Er freut sich sichtlich über unseren Besuch. So soll das sein. Vincent Bösen verabschieden wir in die zweite Mannschaft. Wir wünschen ihm dennoch viel Glück. Jalen Brüttem ist leider erkrankt, ein Magen-Darm-Infekt. Das ist nicht gut. Aber Mantovani hat seine absolute Schwäche der Ballgewinne etwas senken können. Jetzt nur noch eine einfache Schwäche. Und die lassen wir ihm auch gleich, ja, weiter als Trainingsziel, dass er diese Schwäche verliert. Vielleicht gewinnt er sie ja sogar irgendwann mal. Vielleicht bleiben wir ja wirklich dreimal ganz hartnäckig dran. Und da haben wir es. Wilson Espanya auch nochmal mit einer Grippe. Und auch Mario Celic mit einer Unpässlichkeit. Das ist nicht gut. Das sind jetzt schon drei Spieler, die ausfallen. Zwar nur, ich sag's mal so, nicht Leute für die erste Mannschaft, aber dennoch wichtige Grundpfeiler. Und damit gehen alle Spieler mit, die wir im Kader haben. Keiner bleibt zu Hause, alle sind sie mit dabei. Das ist natürlich ärgerlich. Petretta, ja, natürlich unser top-linker Außenverteidiger, fehlt uns noch etwas und dann wird die Fitness auch wieder ein Thema sein. Da müssen wir einiges tun. Wir schauen mal dennoch über die erste Elf des 9. Spieltags. Baptiste René im Tor, Obexa, Sierralta, Kallas und Timczyk in der Verteidigung, Nedelko im defensiven Mittelfeld, Hendricks und Nteka im zentralen Mittelfeld, Sergio Peña wieder dabei im offensiven Mittelfeld und Van den Hoek heute mit Kasama im Sturm. 86 gegen 84, da sollten wir natürlich den Gegner nicht unterschätzen. Werden aber heute mal wieder offensiv spielen. Ein Heimspiel für uns auf dem Tivoli. Wir können heute mal mit der Häufigkeit von Kontern etwas höher gehen. Da wir jetzt auch 84 Punkte dort haben, glaube ich, unsere Jungs können das jetzt viel effektiver einsetzen. Der Marktwert, ja, 22,7 Millionen für uns. Beim Gegner 18,6 von der ersten Elf, gehe ich mal von aus. Die Ligaspiele 2462 für Holstein Kiel. Bei uns 2304 knapp, ja, 100 weniger, 150 weniger. Das sollte aber nicht zu sehr, ja, in die Waagschale geraten. 33 Länderspiele dafür auf unserer Seite noch dazu zu zählen. Vom Einsatz gehen wir etwas runter. Wir werden mit Gallig und ekliger Gegner beginnen. Und wir sagen auch, wir sind unangenehm und haben nichts zu verlieren. Damit können wir, glaube ich, ganz gut heute beginnen. Die Wirksamkeit natürlich nicht so hoch. Gutes Drittel. 21.424 Zuschauer kommen auf den Tivoli und Finlay Moore ist der Schiedsrichter, der die Partie leiten wird. Und wir gehen rein in die Partie. Alemannia Aachen, Holstein Kiel, der 9. Spieltag der zweiten Bundesliga. Und wir hoffen natürlich, dass Aachen jetzt wieder mit gestählter Brust nach den Siegen der letzten Spiele aus der Kabine kommt. Kleiner Ballbesitzvorteil für Aachen. Und auch die erste Chance. 20. Minute. Timczyk auf Hendricks. Aachen im Angriff. Und er schießt einfach mal aus der Außenposition. Aber Gelios kann den Ball natürlich sicher halten. Keine große Gefahr. Nächste Chance für Aachen, 30. Minute, Peña mit dem Freistoß, der geht zu Kasama, Pass rüber auf Kallas, der nochmal auf Van den Hoek, der weiter auf Sierralta und der schießt aus Spitzenwinkel, aber weit am Tor vorbei. Nichtsdestotrotz, Ballbesitz klar für uns, Chancenverhältnis auch für uns, aber nichts Verwertbares, es geht mit 0 zu 0 in die Halbzeit. Van den Hoek heute auch nur mit einer 4, heute werden wir mal sagen, das kann er besser. Alle anderen, ja, mit 2 haben wir noch Sierralta, ansonsten 3,5 so die Durchschnittsnote. Francisco Sierralta bekommt ein Du spielst gut. Van den Hoek akzeptiert und Sierralta freut sich über das Lob. So gehen wir rein in die zweite Halbzeit und gleich wieder eine Chance für Aachen in der 50. Minute. Sierralta mit dem Kopfball auf Kasama, der dribbelt in den Strafraum und schießt aus gut 11, 12 Metern, aber weit am Tor vorbei.
Sierreiter jetzt auch mit einer Verwarnung. Und Holstein Kiel im Angriff. 51. Minute, Cellini auf Mees. Der auf Mühling. Pass rüber auf Reese. Mefert spielt ab auf Koulibaly. Die Flanke kommt zu Didavi. Und der Kopfball sitzt. Erste Chance für Holstein Kiel und das Tor. 1:0 Führung für die Kieler. Aber Aachen jetzt wieder im Angriff. 54. Peña schießt. Knapp am Tor vorbei. Kiel jetzt mit einem Freistoß in der 54. Didavi direkt aufs Tor. Aber auch weit vorbei. Trotz klarem Chancenverhältnis keine Möglichkeit für Aachen, hier ein Tor zu schießen. Wir erhöhen den Einsatz etwas, sind auch gleich wieder im Angriff. 67. Nteka rüber auf Hendricks, der nach vorne auf Peña. Die Flanke geht rein auf Kasama, der köpft aufs Tor, aber auch wieder an diesem vorbei. 70 Minuten sind um. Wir werden mal gucken, dass wir etwas wechseln können. Sierreiter werden wir rausnehmen, Mantovani bringen wir rein. Gelb vorbelastet, nicht so gut. Van den Hoek heute gar nicht in der Verfassung. Drift kommt rein. Mal gucken, ob wir noch einen Wechsel vornehmen müssen. In Teka heute auch nur mit einer 4. Da werden wir Bisoli bringen für den Teka. Mal schauen, ob noch ein Spieler. Nedelko auch heute nur eine 4. Dafür bringen wir dann Preissinger rein. Und jetzt haben wir noch einen Wechsel übrig. Den heben wir uns noch auf. Aachen jetzt wieder im Angriff. 74. Hendricks auf Obexer. Pass rüber auf Peña. Pass auf Preissinger. Die Flanke kommt zu Bisoli. Dropkick! Und der Ausgleich. Jawohl, die Auswechselspieler bzw. Einwechselspieler haben gut zusammengearbeitet. 1:1 jetzt. Und die nächste Chance. 80. Minute, Peña mit einem direkten Freistoß. Aber er spielt ab auf Drüff. Der flankt rüber auf Kasama. Aber der Kopfball geht weit vorbei. Kasama leider noch nicht so ganz im Spiel für uns. 83. Holstein Kiel, die Didavi wieder mit einem Freistoß. Der Ball geht auf Atanga. Dropkick, aber weit übers Tor. Weiterhin 1:1. Aachen jetzt in der 85. Peña mit einem Freistoß. Er bringt ihn rein. Kalas mit dem Kopfball auf Mantovani. Pass auf Kasama. Aber der will heute einfach nicht treffen. Imchik nochmal mit einer Verwarnung. Bleibt es beim 1:1. Aachen wieder im Angriff. 89. Obexer spielt auf Preissinger. Der dribbelt die Grundlinie runter. Richtung Kieler Strafraum. Dringt ein. Dribbelt weiter in Richtung 5 Meter Raum, auch dort kurz vorm Tor, Rückpass auf Drüff, der schießt und trifft. Jawohl, 2:1 jetzt für Aachen und das kurz vor Schluss, bleibt es dabei? Jawohl, kurz vor Schluss, Ferdi Drüff nach einer super Aktion von Rico Preissinger, der sich an der Grundlinie in den Strafraum reinkämpft und dann nochmal den Pass geben kann auf Drüff und damit den 2:1 Erfolg für Alemannia Aachen. Hart erkämpft, würde ich sagen, gegen Holstein Kiel. Aber manchmal muss das auch einfach so sein. Das Ergebnis werden wir Gingso nennen, weil ich finde, gegen Holstein Kiel ein 2:1 ist halt nur ein Gingso. Gegen Schalke ein Sieg war natürlich ein besseres Ergebnis. Wie fühlen wir uns jetzt? Ja, also wir sind ganz zufrieden. Die Partie war heute hart geführt. Ich finde nicht 2 gelbe Karten für uns. Eine für Kiel finde ich jetzt nicht übermäßig schlimm. Der Vorstand ist mit dem Ergebnis zufrieden, kann damit leben. Zufriedenheit aller Spieler wächst um 1, Öffentlichkeit auch um 1. Mit unserer ganz zufriedenen Antwort sind wir auch gut dabei. Die Beliebtheit bei den Fans steigt um 1, auch beim Präsidium um 1. Und auch die Partie war heute hart geführt, dass wir sagen, alles in Ordnung bei 3 gelben Karten insgesamt. Ist für die Beliebtheit der Mitarbeiter gut, 2 Punkte plus und die Beliebtheit der Öffentlichkeit auch nochmal 1 Punkt dazu. Sehr gut, die richtigen Antworten gegeben. Und wir schauen auf die Tabelle des 9. Spieltags. Wir sind weiterhin Tabellenführer in der 2. Bundesliga, jetzt mit 25 Punkten. Aber Union weiterhin wieder erfolgreich. 1:0 Sieg gegen Hannover 96, bleiben weiterhin mit 25 Punkten. Gleich auf mit unserer Alemannia. Greuther Fürth rutscht nach oben auf den 3. Tabellenplatz. 5:2 Erfolg gegen Halle. Osnabrück gewinnt ihr Spiel gegen Darmstadt mit 4:1. Rutschen nach oben auf den 4. Platz mit jeweils 19 Punkten. Und Hannover 96 geht runter auf den 5. Platz. Durch die Niederlage gibt es natürlich einen kleinen Verlust des Tabellenplatzes. Dahinter aber auch St. Pauli und der KSC jeweils mit 18 Punkten und auch Nürnberg mit 16 Punkten weiterhin obendran im Aufstiegsrennen.
Unten haben wir weiterhin die Würzburger Kickers, die ihr Spiel 0 zu 1 verloren gegen den 1. FC Nürnberg. Halle verlor, wie gesagt, gegen Greuther Fürth 5 zu 2. Holstein Kiel hatten wir gesehen, 2 zu 1 Niederlage gegen unsere Aachener. Darmstadt 98 hat 4 zu 1 gegen Osnabrück verloren. Bielefeld verliert weiterhin 5 zu 2 gegen St. Pauli. Nur der FC Schalke 04, 3 zu 1 Erfolg gegen Paderborn, kann sich etwas lösen von den unteren Rängen, jetzt mit 8 Punkten auf den 13. Tabellenplatz. Der Kicker schreibt zur Partie, die Aufstellung von Dick van Dijk war heute unausgewogen. Es gab keinen Künstler auf dem Platz, so fehlte das kreative Element. Immerhin passte am Ende das Ergebnis. Ja, gewonnen, knapp gewonnen. Wie gesagt, ich wollte den Gegner nicht unterschätzen und wir haben jetzt 27 Spiele in Folge getroffen. Sehr schön, kein Spieler von uns in der Elf des Tages. Dafür der KSC gut vertreten mit 3 Spielern. Und auch der Hallesche FC mit 2 Spielern dabei. Und auch Augsburg 2 Spieler in der Elf des Tages. Und ebenso Schalke 04. Und die letzten einer von St. Pauli und Rigotta von Greuther Fürth bilden die Elf des Tages. Wir schauen über den Teamfortschritt, machen wieder kleine Schritte bei unseren Top-Innenverteidigern. Die gehen immer weiter in Richtung Verstärkung der nächsten. Ja, oder des nächsten Perks. Nedelcu arbeitet hart an seiner Ausdauer. Sehr schön. Er verliert so langsam seine Schwäche. Das wird aber noch eine ganze Ecke dauern. Drew macht auch nochmal einen guten Sprung in der Technik. Das ist sehr schön. Und Bisoli scheint kurz davor zu sein, die nächste Stufe zu erreichen. Sehr schön. Auch Callum Britton macht nochmal einen kleinen Schritt. Auch Gaetan Hendricks mit kleinen Schritten dabei. Aber das wird alles noch etwas dauern. Wir kommen in die Woche rein. Diese Woche findet keine Spiele statt, das ist gut. Dann können wir die individuellen Fähigkeiten etwas voranbringen. Wir schauen mal, welchen Spieler wir heute etwas besonders fördern. Ich würde sagen, ja, Mario Cedic mit einem Fortschritt von 99. Da werden wir mal ja, den Hauptblick drauf werfen, dass der seine Fähigkeit des aktiven Mitspielens jetzt bekommt in dieser Woche. Und es sollte, glaube ich, auch kein Problem sein, wenn wir da individuell trainieren. Wir schauen in die medizinische Abteilung. Mario Celic werden wir auch gleich noch ein Gespräch führen mit seiner Unpässlichkeit und Wilson Espanja mit seiner Grippe ebenso. Auch nochmal der Blick jetzt in die zweite Mannschaft. Gab es da nochmal Änderungen? Jawohl, Vincent Bösen steht in der ersten Elf. Sehr gut. Aber dafür, ja, Kai Bösing schon wieder draußen. Also ich verstehe es nicht ganz, aber wie gesagt, das soll der Trainer der zweiten Mannschaft entscheiden. Wenn sie absteigen, dann ist das so. Was kann man dann einfach nicht ändern? Wir können überlegen, ob wir Vincent Bösen auf die Transferliste setzen. Vielleicht nur zum Ausleihen. Vielleicht findet sich ein Verein, der ihn dann nochmal nimmt und er sich dort weiter gut entwickeln kann. Wir gehen rein in die nächste Woche. Die Wochenplanung schlägt uns ein Fanclub-Treffen vor. Das werden wir am Mittwoch machen. Und Kevin Speicher wünscht sich eine Gehaltserhöhung. Gut, können wir machen. Trainingsspiel, Freundschaftsspiel werden wir jetzt nicht durchführen. Wir werden unsere individuellen Fähigkeiten trainieren, aber auch in dieser Woche werden wir wieder das schnelle Umschaltspiel mit reinsetzen und mal schauen, ich hatte glaube ich, genau das Über- und Unterzahlspiel möchte ich auch nochmal trainieren, dass wir dort die Fähigkeit nicht verlieren. Gegen Nürnberg hat sich das ja gut ausgezahlt, zwar hatte Nürnberg zum Glück die Unterzahl und nicht wir, aber auch dann muss man erstmal lernen, den Gegner gut einzuwickeln und einfach die Überlegenheit auch aufs Papier zu bringen, beziehungsweise auf den Platz zu bringen. Und so gehen wir rein in die Woche, führen gleich das Gespräch mit Mario Celic, der ist überrascht und freut sich sehr, das ist gut. Espanja freut sich sichtlich über den Besuch, ist auch gut. Dann schauen wir mal, was so auch alles passiert und da haben wir schon Mario Celic, der seinen Trainingsziel erreicht hat, das aktive Mitspielen. Jetzt könnten wir ihm aktives Mitspielen plus 2 geben. Freistöße könnte er gut erlernen oder Elfmeter. Ich würde sagen, nein, das aktive Mitspielen kann er ruhig einen oder jetzt als zweiten Perk dazu nehmen, dass er da sehr gut drin ist.
Auch hat Tomasz Kalas sein Trainingsziel erreicht. Zweikampf hat er jetzt dazu bekommen, den doppelten Wert. Das ist natürlich super für einen Verteidiger. Er ist auch noch schnell, kann kurze Pässe spielen, hat ein super Aufbauspiel und einen guten Antritt. Jetzt müssen wir ihm nur noch die Schwäche seiner langen Pässe abtrainieren. Aber ich glaube, jetzt können wir den Fokus ganz in Ruhe darauf legen. Er hat eigentlich alle Werte, die ein guter Verteidiger braucht. Vielleicht noch eine Übersicht, aber das werden wir dann später nochmal schauen. Kevin Speicher, unser Leiter des Marketings, möchte gerne 2000 Euro mehr haben, dafür seinen Vertrag um ein Jahr verlängern. Der Vertrag wird sofort unterschrieben, alles gut. Das Fanclub-Treffen war auch von Erfolg gekrönt. Und unser Spieler Francisco Sierralta hat sein Trainingsziel der Manndeckung, die absolute Stärke, jetzt auch erreicht. Sehr schön, ihm müssen wir jetzt seine Schwäche der Übersicht abtrainieren. Dann haben wir den nächsten Spieler, Ferdi Drüff, hat die Technik, ja, perfektioniert, sehr schön. Dribbling haben wir jetzt bei ihm als Schwäche, das müssen wir natürlich auch abtrainieren. Ein Stürmer, der nicht dribbeln kann, ist nur ein halber Stürmer. Und wir lassen die Woche hoffentlich ohne große Ereignisse noch zu Ende gehen. Jawohl, keine negativen Ereignisse mehr. Wir haben natürlich jetzt im Trainingszustand bei unseren Fähigkeiten etwas verloren, weil Konter wieder mindestens einen Punkt dazu gewonnen hat und die anderen Trainingseinheiten werden einfach mit den nächsten Training alles wieder ausgeglichen. Und wir sehen natürlich jetzt gute Fortschritte bei unseren Spielern, super Fortschritte im Trainingsziel, das ist sehr gut. Pissoli immer noch kurz davor, jetzt auf die Stufe 9 zu kommen. Boya Sanchez macht auch nochmal einen kleinen Sprung, auch Mario Celic macht nochmal einen guten Sprung in Richtung Stufe 7. Auch Matti Fiedler möchte nochmal die nächste Stufe erreichen. Timschick hätte ich gerne gehabt, dass der noch mal ein bisschen nach vorne kommt. Die rechte Außenverteidigerposition ist jetzt eigentlich so, jedenfalls in der Verteidigung, so die Schwachstelle für uns. Und da haben wir schon Dimitri Pissoli, 9,0 jetzt. Er hat es geschafft, die Stufe 9 zu vollenden. Und ich hoffe, er wird jetzt auch wieder öfter spielen. Aber da schauen wir mal rein dann einfach in den nächsten Spieltag. Und da haben wir ihn schon, den 10. Spieltag. Wir fahren nach Bielefeld in die Schüko Arena auf die Alm und fahren dort als Tabellenführer hin zum Absteiger aus Bielefeld, der aktuell nur auf den Tabellenplatz 14 ist. Und wir schauen mal in die Aufstellung und sehen, dass Pissoli jetzt gesetzt ist mit einem TK zusammen. Das ist natürlich sehr gut. Wir mit einer Stärke von 89. Bielefeld mit einer 88, sehr ausgeglichenes Verhältnis. Und dabei fehlt uns natürlich noch unser linker Außenverteidiger, unser Petretta. Der müsste aber auch, glaube ich, spätestens in der nächsten Woche wieder dazukommen. Wir schauen mal bei den Verletzten. 8 Tage, nein, er wird noch an diesem Spieltag fehlen, das ist natürlich schade. Dadurch natürlich wieder ein paar Punkte noch weniger für uns, aber wir lassen uns davon nicht aufhalten. Gehen gleich nochmal in die Jugendabteilung, schauen da nochmal rein. Ja, sieht alles gut aus, nicht groß alles verändert. Kachala jetzt mit 85 Fortschritt für seine Fähigkeit der Langpässe, sehr gut. Und wir schicken heute einfach mal wieder unseren Blick rüber zu U19, U17. Ich hoffe, dass die U19 sich endlich beruhigt hat und wir da genauso beliebt sind und willkommen sind wie bei der U17. Die Wochenplanung sieht nichts weiter vor. Und wir werden in dieser Woche, wie werden wir da trainieren? Das ist jetzt die große Frage. Nochmal individuell. Ja, eigentlich schon. Wir hatten jetzt kein Spiel am Sonntag gehabt. Die Jungs sind eigentlich frisch und munter dabei. Werden am Montag nochmal Über- und Unterzahl trainieren. Und am Freitag wieder das schnelle Umschaltspiel. Ich weiß, es sind eigentlich immer die gleichen Wochen, aber ich habe einfach am meisten Erfolg damit und sehe nicht ein, da großartig was zu ändern. Die Leute sind ja auch motiviert, sie trainieren ja intensiv weiter. Und solange mir nicht gesagt wird von meinen Spielern, ey Junge, Trainer, das langweilt mich so langsam, kann man das Training auch so beibehalten. Wir gehen rein in die Woche. Baptiste René hat sich eine Trainingsverletzung zugezogen, eine Gehirnerschütterung. Oh, der könnte ausfallen gegen Bielefeld. Das hoffe ich natürlich nicht. Die Platzpflege sieht gut aus. Die U19 fühlt sich immer noch langsam von uns kontrolliert. Okay, dann heißt es wieder
einige Wochen nicht zu U19. Dennoch die U17 weiter sehr fokussiert im Training. Sehr schön. Die Woche neigt sich dem Ende. Die Fahrt nach Bielefeld steht an. Und unser Abteilungsleiter Jakob Schlag hat einen Punkt verloren. Auch Hans Kepplinger hat einen Punkt verloren, nur noch Stufe 8. Und da sind wir auf der Bielefelder Alm. 219 Kilometer sind wir gereist. Und wir haben eine 86 gegen eine 88. Ja, Jordan Archer jetzt im Tor. René und Petretta fehlen uns natürlich. Aber sie werden auch schnell wieder da sein. Tim Schick und Sierra Alta stehen kurz davor, eine Gelbsperre zu bekommen. Okay, dann werden wir mal gucken und hoffen, dass sie die jetzt nicht erhalten. Mal gucken, wie sich das Spiel so entwickelt. Wir beginnen auf jeden Fall mit Jordan Archer im Tor. Kallas, Mantovani, Sierra Alta und Tim Schick in der Verteidigung. Nedelko im defensiven Mittelfeld. Hendricks und Tinteka im zentralen Mittelfeld. Warum spielt jetzt Bisoli schon wieder nicht? Da werde ich gleich nochmal was ändern müssen. Sergio Peña im offensiven Mittelfeld und Ferdi Drüff und Vandenhoek im Sturm. Bisoli möchte ich auf jeden Fall spielen lassen. Wenn wir mal tauschen, in TK nur eine 7,0 auf der Seite. Vielleicht bringen wir dann auch Hendricks. Warum der jetzt hier nur eine 6,7 hat, das verstehe ich das nicht so ganz. Schauen, jetzt passt es doch. In TK und Bisoli jetzt im zentralen Mittelfeld. So möchte ich beginnen. Hendricks wird heute mal draußen sein. Und wir haben auch nur mit Boya Sanchez eh nur einen Künstler. Jetzt weiß ich, warum die ganze Zeit gesagt wird, wir brauchen mehr Künstler. Aber da werden wir uns auch nochmal in den kommenden Spielzeiten drum kümmern müssen. Es bleibt bei 87 gegen 88 Gesamtstärke. Wir schauen nochmal über die Aufstellung von Bielefeld hinweg. Drei Stürmer, drei Mittelfeldspieler und vier Verteidiger. Natürlich mit Dimshiti. Gott, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. 11,0, natürlich ein sehr starker Innenverteidiger. Dafür nur mit 6,6 Baglietto, ein schwächerer Torhüter. Das wird natürlich sehr interessant. Da wird natürlich für unsere Stürmer als heißen schießen, schießen, schießen. Wir werden, ja, vorsichtig offensiv in Bielefeld beginnen. Und auch wieder gallig und ekliger Gegner wird unser Einsatz sein. Dann werden wir mal schauen. Taktik. Heute möchte ich natürlich mit unserer Spezialtaktik wird heute alles gut. Drei Punkte aufwenden. Die Wirksamkeit natürlich, ja, über die Hälfte. Das ist gut. 18.067 Zuschauer auf der Alm und Muhammad Kams leitet die Partie Bielefeld gegen Alemannia Aachen. Wir hoffen, dass Aachen weiterhin siegreich ist und erfolgreich ist. Wir sind 7 Punkte über Plan. Das sieht doch alles ganz gut aus. Wie gesagt, das große Ziel ist nicht der Aufstieg in die Bundesliga, sondern erstmal der Klassenerhalt. Und bis jetzt haben wir viele Punkte dafür auch gesammelt und hoffen, es geht heute so weiter. Aber erstmal Bielefeld. Erste Minute gleich eine Chance. Romberg auf Suku. Seufert mit der Flanke. Klos mit Dropkick. Aber knapp am Tor vorbei. Erste Chance gleich für Bielefeld. Auch klarer Ballbesitz. Wobei jetzt es sich etwas ausgleicht. Aachen drückt mehr in Richtung Bielefelder Hälfte. Und da ist auch die erste Chance für Aachen. 30. Minute Peña mit dem Freischuss direkt aufs Tor. Aber kein Problem für den Torhüter. Und auch gleich ein Konter. Abwurf auf Leo. Der dribbelt in die Aachener Hälfte. Weiter Richtung Strafraum. Dribbelt in den Strafraum rein. Und schießt aus 11 Metern. Aber da fehlte doch etwas die Kraft. Und der Ball flog weit vorbei. Jetzt wieder Aachen. 32. Aber Leo klärt souverän. Und leitet auch wieder ein Konter ein. Harwood auf Leo wieder zurück. Der dribbelt wieder Richtung Strafraum. Bringt ein und schießt wieder selbst. Aber Vandenhoek steht dort und der leitet den Ball ins eigene Tor. Was sucht Vandenhoek denn bitte im eigenen Strafraum bei einem Konter? Sehr interessant. Aber Aachen jetzt im Angriff. 41. Bisoli auf Vandenhoek. Aber der Schuss knapp am Tor vorbei. Es geht mit 1-0 in die Halbzeit. Nein, nochmal eine Chance für Aachen. 46. Kallas auf Nedelko. Die Flanke geht rüber auf Vandenhoek. Der spielt den Ball auf Drüff. Der schießt. Baglietto kann den Ball aber nochmal halten. Es geht leider mit 1-0 Rückstand
in die Kabine. Schauen mal über unsere Truppe hinweg. Ja, Vandenhoek heute mit einer 4,5 wieder. Das kannst du definitiv besser. Und Drüff bekommt ein Du spielst gut. Burg akzeptiert die Kritik und Drüff freut sich darüber. Über sein Lob, sehr gut. Aachen kommt gut raus aus der Kabine. 48. Nedelcu auf Vandenhoek. Aber wieder Bagletjo auf der Hut. 50. Nächste Chance für Aachen. Kallas auf den TK. Pass auf Drüff. Weiter Pass rüber auf Bissoli. Der spielt ab auf Peña. Aber der steht dann leider im Abseits. 51. Nächster Anlauf von Aachen. Peña auf Bissoli. Spielt quer auf Nedelcu. Der auf Drüff. Der dribbelt Richtung Fünfer. Schießt aus 6, 7 Metern. Aber wieder Baglietto auf dem Posten. Wieder mal der Torhüter des Gegners. Für uns unüberwindbar. Wir werden jetzt den Einsatz noch etwas erhöhen und auch auf Offensiv gehen. 60 Minuten sind um. Ecke jetzt in der 66. für Aachen. Peña bringt ihn rein. Zierreiter mit dem Kopfball. Weit übers Tor. Schade, wieder mal eine Chance unseres Verteidigers. Jetzt sind 74 Minuten um. Timczyk mit der Verwarnung. Damit wird er im nächsten Spiel gesperrt sein. Und wir bringen auch Britton rein für Timczyk. Dann schauen wir mal offensiv. Vandenhoek heute gar nicht da wieder. Kasama bringen wir rein. Jetzt können wir noch wechseln. 3,5, 4,0. Ja, die Verteidigung natürlich auch nicht ganz optimal. Wir bringen mal Obexer noch für Kallas rein. Vielleicht bringt das nochmal etwas Druck auf der linken Seite. Lassen wir nochmal weiterlaufen. Bielefeld jetzt mit einer Chance in der 79. Freistoß durch Raffia. Auf Klos, Dropkick, aber über das Tor. Es bleibt weiterhin beim knappen 1-0 Stand für Bielefeld. Wir werden jetzt nochmal alles reingeben und Zierreiter mit einer roten Karte. Wegen eines brutalen Foulspiels. Wir setzen Mantovani einfach mehr in die Mitte. Britton genauso wie Obexer ziehen wir etwas mehr rein. Bleiben bei der Dreierkette. Vielleicht kriegen wir nochmal eine Chance zum Ausgleich. Es sieht nicht so aus. Wir spielen schon sehr offensiv. Und nein, es bleibt beim 1-0 für Arminia Bielefeld. Eine Niederlage für unsere Mannschaft am 10. Spieltag. Aber dennoch bleiben wir Tabellenführer mit 25 Punkten, denn auch Union verlor 2-1 bei Holstein Kiel. Sie konnten aus unserer Niederlage keinen Nutzen schlagen. Dafür Osnabrück jetzt immer weiter nach vorne gerückt. 1-0 jetzt Sieg gegen Karlsruhe. Hannover 96 6-0 Erfolg gegen Augsburg und auch St. Pauli gewann ihr Spiel in Nürnberg mit 2-1. Kommen jetzt alle natürlich etwas näher dran, aber wie gesagt, für uns die erste Niederlage, wir können damit leben. 10. Spieltag, erste Niederlage für einen Aufsteiger, natürlich ein super Ergebnis. Wir schauen runter in die untere Tabellenhälfte. Halle jetzt auf dem letzten Tabellenplatz, 1-0 Niederlage gegen Würzburg, die sich natürlich dadurch auf den 17. Platz nach oben geschoben haben. Holstein Kiel bleibt auf Platz 16, aber jetzt mit 8 Punkten natürlich besser dran an Darmstadt, die auch ihr Spiel gegen Bochum 2-0 gewonnen haben und damit 9 Punkte haben. Bielefeld jetzt auch 14. weiterhin, aber auch mit 9 Punkten. 1-0 Erfolg gegen unsere Aachener Jungs. Paderborn rutscht etwas runter, 3-2 Niederlage gegen Ingolstadt und Schalke ist erfolgreich gewesen. Sie haben mit 3-1 gegen Greuther Fürth gewonnen, 11 Punkte jetzt. Haben sich jetzt gut nach oben gearbeitet. Und wir schauen, was der Kicker sagt. Dick van Dijk hat heute gute Arbeit geleistet. Das Team hat stark gespielt und der Wert verdiente Tore zeigt an, dass bei normaler Chancenauswertung das Ergebnis anders ausgesehen hätte. Ja, leider hat es nicht anders ausgesehen. Wir haben unsere erste Niederlage und wir haben jetzt 3 Spiele in Folge ein Tor kassiert. Das ist natürlich jetzt auch negativ für uns. Da müssen wir wieder mehr tun. Ich hoffe natürlich, dass jetzt unser Torhüter dann wieder zurückkehrt und unser linker Außenverteidiger, um da wieder mehr Stabilität in die Mannschaft zu bringen. Wir schauen nochmal über den Teamfortschritt am Ende der Woche. Wir sehen natürlich super Fortschritte durch das individuelle Training. Britton oder Callum Britton macht gute Fortschritte bei der Schnelligkeit. Auch Vandenhoek allein gegen die Torhüter nochmal gute Fortschritte. Nteka macht gute Fortschritte bei seiner Schwäche des Dribblings. Auch Timczyk wieder gut dabei beim Antritt, aber viel wichtiger, Timczyk auch nochmal ein guter
Fortschritt bei der nächsten Stufe oder beim Erreichen der nächsten Stufe auf die Stufe 8. Das ist auch wichtig, genauso wie Borja Sanchez macht auch nochmal einen guten Fortschritt. Wird sehr bald die Stufe 8 erreichen. Auch Hendrix und Obexa mit Plus für die nächste Stufe. Mario Celic auch dabei. Nteka und Seralte auch mit kleinen Fortschritten. Auch Jordan Archer jetzt durch den Einsatz natürlich nochmal mit einem guten Fortschritt zum Erreichen der nächsten Stufe. Ja, Seralta, für sein brutales V-Spiel wird er 4 Spiele, soll er gesperrt werden. Wir werden auf jeden Fall in die Berufung gehen und hoffen, dass das Strafmaß herabgesetzt wird. Und das Sportgericht hat nach ihrer Beschwerde den Fall noch einmal geprüft und sich für eine mildere Strafe entschieden. 1 Spiel weniger, 3 Spiele wird er uns jetzt fehlen. Aber das werden jetzt 3 schwere Spiele ohne unseren Top-Innenverteidiger. Aber damit müssen wir einfach leben. Und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Und mir bleibt nur zu sagen, mehr gibt's, wenn ihr mich wieder seht. Ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht. Euer Motu. Ciao, ciao.